habe mal den Michael Estenbiller zu mir von unserem Bezirksvorstand Köln, der jetzt hier mal die Fragerunde einleitet. Und jo, dann danke Jörg. Also dieser Vortrag war ja ein Gemeinschaftsprojekt des Kreisverbandes und des Bezirksverbandes, deshalb stehe ich jetzt hier vorne. Vielleicht bevor wir die Fragerunde anfangen, einmal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen ist denn wirklich noch kein Parteimitglied, sondern wirklich nur Interessent hier, der sich das Ganze mal anhören möchte? Okay, sehr Fragerunde. Ich mache das jetzt wie folgt. Sie kriegen gleich ein Mikrofon, Herr Müllis. Dann machen wir so drei Wortbeiträge, die Sie bitte beschränken auf, sagen wir mal, 60 bis 90 Sekunden. Dann kann Herr Müllis das kommentieren und dann machen wir das einfach mal im gemeinsamen Austausch. Deshalb die Frage, wer hat denn mal Fragen und Wortbeiträge? Ich würde gerne wissen, was Sie strukturell an Maßnahmen vorschlagen würden, um die Situation zu verbessern und was Sie glauben, ist die Motivation, dass bisher nicht verbessert wurde oder warum so wenig dagegen. Wo hatten wir noch? Ja, nee, wir machen drei Stück und dann sammeln wir so ein bisschen. Rudolf ist mein Name. Was mich vielleicht ein bisschen naiv die Frage, aber der Staat hat ja eigentlich als eine wichtige Aufgabe, die Sicherheit der Bürger zu schützen. Habe ich mal irgendwie so gehört. Das Recht, das wird ja im Prinzip sträflich missachtet in Person von Herrn Jäger hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, er nimmt seine Aufgabe gar nicht richtig wahr. Und, ja, Entschuldigung. Und die Frage ist, gibt es da nicht einen Rechtsanspruch, sozusagen einen einklagbaren Rechtsanspruch, dass der Staat diese Sicherheit für die Bürger auch garantiert und herstellt, indem er eben entsprechende Maßnahmen ergreift, Polizei und Justiz entsprechend stärkt? Ja, mich schon. Ich habe eine Frage. Ist der Staat überhaupt in der Lage, das finanziell zu bewältigen, gerade in der jetzigen Situation, wo er an allen Ecken und Kanten riesige Kosten? Ja, ich komme da nicht dran, dass überhaupt Geld genug für da ist. Das glaube ich nicht, denn die Realität sieht anders aus. Ja, darf ich denn antworten? Ja, sehr. Die erste Frage ist natürlich schwierig. Da müsste man mal aushören. In meinem Vortrag käme jetzt, was muss geändert werden? Einmal Zuständigkeiten bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten. Wir haben ein Problem. Wir haben ja Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. 16 Länder. Wir haben 16 verschiedene Polizeimodelle. Wir haben 16 verschiedene Gerichtsaufbaute, Staatsanwaltschaften und die ganzen Probleme dabei. Die Zuständigkeitsstreitigkeiten der Polizei zum Beispiel. Ja, wenn Sie in Bergisch Gladbach was machen und so weiter, dann kommt normalerweise die Polizei hier aus Bergisch Gladbach. Wenn da aber jetzt Täter sind, die überordnet sind, die machen etwas in Köln, in Bergisch Gladbach, wäre noch Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Köln, die machen aber die Reisen durch die ganze Republik. Da war ich ja vorhin der Enkeltrick. Die Frau Zenz, die ich da angeklagt habe, die hatte 100 Straftaten gemacht in ganz Deutschland. Davon waren 2 Zuständigkeitsbereich Köln, 40 in Hannover und so weiter und so weiter. Eigentlich hätte man die Staatsanwaltschaft der Staatsanwaltschaft abgeben müssen, wo die meisten Täter die Taten waren, die meisten Geschädigten. Aber die übernehmen das nicht. Verstehen Sie? Dann ist das Problem, also wir müssen also eine Polizei finden oder eine Staatsanwaltschaft, die überordentlich auch ermittelt und anklagt. Jede Polizei, jede Staatsanwaltschaft sagt, wir haben genug zu tun, warum sollen wir jetzt Straftaten in Bielefeld oder München oder sonst was ermitteln? Und wenn sie dann anklagen bei Gericht, bei der Strafkammer, dann werden sie doch beschimpft. Die sagen, da klagst du 100 Taten an, da sind ja nur 2 in Köln und die anderen. Wir müssen jetzt die ganzen Zeugen aus ganz Deutschland herkommen und so weiter. Wir haben genug zu tun. Sie kriegen dann im Prinzip noch Undankbarkeit vom Gericht gezeigt. Ja, also ist der Föderalismus. Wir brauchen natürlich eine andere Polizei. Wenn nach mir ging, wir müssten auch die Bundesländer zusammenschlagen. Wir brauchen nur 8 oder 4 große Bundesländer. Dann könnte man die Strafverfolgung natürlich straffen und viel besser koordinieren.
Das ging aber nicht, und unsere Geschichte. Wir hatten ja einen Reichssicherheitshauptmann, Hauptamt in Berlin, da war die Zentrale alles geführt worden. Und die Alliierten haben gesagt, nee, das geht nicht. Wir bauen das föderal auf und jede Polizei ist in einzelnen Bundesländern zugeordnet. Da steht auch im Grundgesetz drin, zum Beispiel, grundsätzlich ist alles Ländersache, es sei denn ausdrücklich normiert, das ist Bundessache. Wenn wir zum Beispiel das Bundeskriminalamt haben, die haben für die meisten Straftaten gar keine Zuständigkeit. Das könnte man natürlich erwarten. Ja, aber das werden sie nicht durchkriegen. Also die Zersplitterung der Strafverfolgungsbehörden ist ein Riesenproblem. Das haben wir aber nicht nur in Deutschland, das haben wir ja jetzt auch die Flüchtlingskrise. Sie sagen, wir haben ja auch im Prinzip keine internationale Zusammenarbeit. Ne? Der Traumhaft wäre natürlich, wir hätten eine europäische Staatsanwaltschaft, meinetwegen in Brüssel angesiedelt, die gibt es. Aber die macht nur Straftaten, Betrugsstraftaten zum Nachteil der EU. Aber die normalen Straftaten machen nicht. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel international etwas verfolgen wollen, dann gibt es das sogenannte JIT, Joint Investigation Team, also eine Einheit mit Polizeibeamten, Staatsanwälten aus verschiedenen Ländern. Das ist so schwierig, das einzurichten, dass man meistens sagt, das bringt sowieso nichts, hat keinen Erfolg. Also liegt sehr viel im Argen in Deutschland, aber das ist halt so gewollt. Ne? Zum Beispiel auch die Zusammenarbeit zwischen der Polizei in Köln und den Randpolizei, die ist ja auch nicht immer so gut. Ne? Da gibt es also Mittel, wenn man überordentliche Ermittlungen macht, dass dann die Kölner Polizei das kaputt schreibt. Okay, Herr Willis? Ja. Es ist eine komplizierte Frage mit der Struktur. Die nächste Frage. Die nächste Frage war nach dem Rechtsanspruch auf innere Sicherheit. Nee. Es ist natürlich so, es ist eine gute Erfindung des Rechtsstaates, dass also die Strafjustiz in die Hände des Staates gelegt worden ist. Ne? Das war ja nicht immer so. Das war im Mittelalter nicht so. Also Strafverfolgung von Amts wegen, man nennt das Offizialdelikt und dass man von Amts wegen bei Straftaten auch ermitteln muss. Aber den Rechtsanspruch darauf, dass sie zum Beispiel vor Wohnungseinbrüchen oder sonst was beschützen, den haben sie nicht. Wie wollen sie den auch durchsetzen? Und vielleicht mit dem Geld, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube schon, dass Geld dafür da ist. Ne? Denn auf einmal hieß ja vorher immer die schwarze Null oder muss stehen und wir müssen Schulden abbauen. Ich will Ihnen mal sagen, am Montag erfuhr ich, dass die in Nordrhein-Westfalen auf einmal 100 neue Staatsanwälte eingestellt werden. Auf einmal. Warum ist das denn wohl? Das sind die Kölner Erfahrungen, wir haben nächstes Jahr Landtagswahl. Der Bundesinnenminister sagt, er stellt 3000 neue Polizeibeamten bei der Bundespolizei ein. Das ist natürlich so ein bisschen, 3000 ist eine hohe Zahl. Die brauchen nur 5, 6 Jahre, um ausgebildet zu werden. Die können sie ja nicht in ihren Büro holen und sagen, jetzt kommst du in eine Uniform und machst Polizeiarbeit. Das muss man lernen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir mittlerweile in Deutschland mehr Leute im privaten Sicherheitsbereich haben als Polizeibeamte. Sind mehr. Und wir werden, wenn das so weitergeht, auf italienische oder türkische Verhältnisse stoßen. Wenn Sie in Italien in eine Bank gehen, da steht private Sicherheitsdienste in Uniform da. Ne? Oder schwarze Chefs in U-Bahn oder Kaufhäuser, haben wir ja in Berlin schon. Okay, dann würde ich sagen, war das für die Frage? Okay, weitere Fragen? Ja, mein Name ist Helmut Wandicek. Mir ist aufgefallen, dass bei Ihrem Vortrag Waffen keine Rolle spielen. Haben Sie das ausgeblendet oder haben wir da wirklich das Glück, dass das kein Problem ist? Nein, das habe ich nicht ausgeblendet, aber ich kann nicht alle Kriminalitätsbereiche erwähnen. Geschildert, was wir in Köln gemacht haben, in der OK-Abteilung, die großen Waffengeschäfte und so weiter, werden wahrscheinlich im süddeutschen Raum, da sind ja auch die Waffenfabriken und so weiter, die werden da produziert. Ich meine, es ist bekannt, dass man auf dem Kölner Bahnhof, Hauptbahnhof und sonst überall Waffen kaufen kann.
Ne? Aber da gibt es natürlich auch eine große Dunkelziffer und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nichts überraschen. Ist es richtig, dass in den nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten etwa 40% der inhaftierten Muslime sind? Kann ich Ihnen keine Ahnung sagen. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich sehe viele natürlich, die meisten Türken, die wir verfolgt haben oder sonst was, die waren natürlich Muslime. Aber das spielt bei unserer Strafverfolgung ehrlich gesagt keine Rolle. Mag sein. Aber ich habe also nie Anklagen gemacht und da waren die also die Religionszugehörigkeit oder Nationalitätshintergrund. Insofern haben wir Artikel 3 Grundgesetz, alle sind von dem Gesetz gleich. Nicht der 40.000, die aus Budapest kamen, aber es gibt in 18 Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz 18 Absatz 2, gibt es die Möglichkeiten, ohne Grenzkontrolle reinzukommen. Und 18 Absatz 4, das ist der Ausnahmefall, da heißt es also, aus humanitären Gründen und so weiter, können auch anderweitige Asylanten reinkommen. Wir müssen ja auch immer scheiden, in der Diskussion wird ja alles zusammen gemacht, Asylanten und Flüchtlinge. Und bei den Asylanten gibt es auch welche, die Asyl bekommen, aber auch welche mit subsidiärem Asylrecht. Das heißt also, nicht jeder, der aus Syrien kommt, bekommt auch Asyl. Asyl bekommt man nach der Genfer Flüchtlingskonvention nur, wenn man auch wirklich konkret verfolgt wird. Wenn ein Bürgerkrieg ist in einem solchen Fall, dann heißt das nicht von vornherein, dass man Asyl bekommt. Und das läuft in den Diskussionen immer alles durcheinander. Ich kann mich ja nur beziehen jetzt auf die Fabio, auf den früheren Präsidenten, den Papier, auf einen weiteren, der ein Gutachten erstellt hat, wonach diese Praxis, Öffnung der Grenzen, der Ausnahmefall ist ja zum Regelfall gemacht worden, dass das rechtswidrig ist. Ob da jetzt Staatsanwälte schon Ermittlungen haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Strafanzeigen erstattet worden sind. Ja, aber die werden wahrscheinlich alle eingestellt. Denke ich mal. Nächste Frage. Mein Name ist Daniela Hoffmann aus Köln. In Ihrem Vortrag war ja auch zu hören, dass manche Dienststellen nicht vernünftig ausgestattet sind und teilweise die Strafverfolgung auch an fehlendem Personal scheitert. Was meinen Sie denn, wie viele Polizisten und Staatsanwälte eingestellt werden müssten oder welche?
facto die jetzigen Dienstkräfte verstärkt werden müssten, damit man die Kriminalität wieder einigermaßen in den Griff bekommt. Wohnungseinbrüche, das, was Sie auch erzählt haben. Also die genauen Zahlen kann ich Ihnen natürlich nicht nennen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter, da bin ich übrigens Mitglied, weil ich mal den sogenannten Bullenbund bekommen habe. Ich bin also nicht Mitglied im Richterbund. Das ist eine Organisation, die streitet sich eigentlich immer nur um Eurobezahlung oder so was, während die Polizeigewerkschaft auch Verbesserungen machen will und so weiter. Der TUS, das ist der Chef von Köln, der hat vor 2 Jahren mal gesagt, wir brauchen 100 Kriminalbeamte mehr. Das Problem ist aber nicht nur die Zahl, sondern auch die Qualität. Sie müssen wissen, es gibt bei der Polizei die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei. Die Schutzpolizei sind 90% der Polizeibeamten. Die haben aber von Kriminalverfolgung und so weiter wenig Ahnung. Wir brauchen Spezialisten. Also einer, der Brandsachen aufklärt und so weiter, muss andere Qualitäten haben, um Mord oder sonstige Sachen aufzuklären. Und Leute, die Wohnungseinbrüche verfolgen und so weiter, das kann nicht der Mann machen aus dem Streifenwagen oder sonst was. Der kann die Spuren nicht lesen und so weiter. Der kann die Tatzusammenhänge nicht machen. Das ist ja zum Beispiel in Berlin im Streifenwagen. Die sollen dann alles ermitteln. Und das halte ich für absolut schwachsinnig. Wir brauchen Spezialisten und Leute, die speziell ausgebildet sind, um bestimmte Straftaten zu machen. Und bei uns in der Abteilung war zum Beispiel auch so, wir haben die Leute, die wurden eingesetzt, auch nach den Nationalitäten. Ich kann Ihnen nämlich sagen, welche Straftat ist und welche Nationalität das betrifft. Das sind Erfahrungssätze. Also Schutzgelderpressung machen zum Beispiel keine Polen oder Russen. Das sind andere Täter. Und Skimming-Taten oder Diebstähler und Pkw und so weiter, das sind meistens Leute aus Polen und aus den baltischen Staaten. Das sind einfach Erfahrungssätze. Also wir brauchen Spezialisten. Wie viele das jetzt in Nordrhein-Westfalen sind, weiß ich nicht. Heute hat, glaube ich, heute Mittag der BDK von NRW eine Stellungnahme zur Kriminalschaft. Nächste Frage. Ja, Frau Höller, BDK. Ich habe eine Frage. Und zwar wissen wir aus der Medizin, dass abhängige Gehirne ganz selten unabhängige Entscheidungen treffen. Wenn dann im Bundestag abgestimmt wird unter Drogeneinfluss, sind diese Entscheidungen des Bundestags überhaupt rechtsgültig? Ich denke doch, der Mann kann aber nicht schon mal sagen. Wenn Sie denn nicht nur Drogen. Ist die Frage, was Sie als abhängig bezeichnen, gibt ja auch Alkoholkranke oder sonstige Sachen. Ja? Und wenn Sie jetzt. Also, ich würde schon mal nicht so pessimistisch sehen, grundsätzlich im Bundestag. Wenn ich meinen Vortrag weiter geendet hätte, hätte ich einen Vergleich gemacht mit anderen Ländern. Und da muss man einfach sehen: im Vergleich zu anderen Ländern, wie Italien, Rumänien, Polen, Russland und so weiter, ist Deutschland noch ein Insel der Seele, was die Kriminalität und die Kriminalitätsbekämpfung anbetrifft. Deswegen schreibe ich ja Deutschland, Verbrecherland, Fragezeichen. Aber wir sind auf dem besten Wege dazu, uns zu verschlechtern. Das muss man einfach sehen. Und wenn da nicht gestoppt wird, dann werden wir italienische Verhältnisse bekommen. Die Mafia zum Beispiel, die Bekämpfung, ist völlig eingestellt worden. Die fällt ja auch nicht auf. Merken Sie was davon? Wenn Sie beim Italiener essen gehen oder sonst was, Sie merken auch gar nichts davon. Oder beim Chinesen. Wenn Sie beim Chinesen essen gehen, dann fragen Sie sich, wie bezahlen die denn ein? Sie kriegen für 7 Euro ein wunderbares Essen, wenn Sie das kaufen würden, müssen Sie 20 Euro bezahlen. Das ist doch so. Okay, nächste Frage, hier vorne. Ah, ja, Müller. Zur Ausbildung der Polizei habe ich gehört, in Nordrhein-Westfalen zumindest, war es so, dass zunächst mal nur die Beamten als Schutzbeamte ausgebildet werden. Und wenn sie dann im Kriminaldienst wechseln, dann werden sie wohl nochmal nachgeschult. Das war wohl früher anders, aber das ist seit einiger Zeit jetzt nur quasi diese einspruchige Ausbildung. Als zweite Frage, wenn Sie erlauben, zu den unsäglichen Brandstiftungen bei den Asylbewerbern, bei den Asylbewohnern. Wenn
einen Flüchtlingswohn an einem angezündet war. Da sollten eigentlich nächste Woche oder in zwei Wochen die Flüchtlinge einziehen. Wenn man doch weiß, dass so ein, zwei Wochen, bevor die belegt werden sollen, die Dinge angezündet werden, hat man dann nicht drei, vier Leute, die mal das nachts da überprüfen und kontrollieren, dass das nicht passiert. Oder wenn es passiert, dass man jetzt die Hilfe bekommt. Also Ihre erste Frage ist richtig, da trifft den Nerv, dass man keine Spezialistenausbildung hat, sondern dass die Schutzpolizei erstmal kommt und dann ist natürlich die Macht der GdP, der Gewerkschaft der Deutschen Polizei, und dass später dann von der Schutzpolizei die Leute zur Kriminalpolizei übergehen. Das kann natürlich sein, aber grundsätzlich sollte das getrennt sein, die Ausbildung sollte getrennt sein. Ja, eine alte Forderung und so weiter, aber... Die Ausbildung dauert 4 Jahre bei der Schutzpolizei. Ich will mal ein Beispiel nennen. In Köln haben wir ich muss jetzt mal auch mal positiv über die Kölner sagen, die Kölner Kriminalpolizei. Ich habe hier mit dem Landeskriminalamt, mit dem BKA, ich habe auch gesagt, Bundeskopieanstalt, Landeskriminalamt, Landeskatastrophenamt gearbeitet. Die Besten waren die Kölner. Das muss man wirklich sagen. Und dann passierte Folgendes. Da gibt es einen, ich nenne ihn Zigeunerlude, der macht diesen Enkeltrick. Und der andere, da war der absolute Spezialist zur Bekämpfung internationalen Pkw-Diebstahls. Jetzt wollten die auch mal befördert werden, nämlich als Kriminalhauptkommissar von A10 nach A11. Dann heißt es Verwendungsbreite, die sollten jetzt eine Einsatzhundertschaft führen bei der Polizei, und zwar bei Fußballspielen oder sonst was. Bei dem einen konnte dann abgeblockt werden, bei dem anderen, der den Pkw-Aufbrüche machte und sonst was, der war dann ein Jahr bei der Schutzpolizei mit Erfolg. Wir konnten aufatmen, wir kriegten ein Jahr keine neuen Verfahren wegen internationalen Kfz-Diebstahls. Hat natürlich auch was Positives. In der Statistik stand da drin, in Köln gibt es keine Diebstähle mehr, ne? An jeden Fall keine geklärten. Okay. Guten Tag, mein Name ist Jens Schubert. Ich habe mal eine Frage. Die Thematik der Mannschaftsstärke der Polizei ist sicherlich die eine Seite. Auf der anderen mache ich mir immer wieder darüber Gedanken, und ich denke, da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige drin, dass unterm Strich der Polizeibeamte natürlich relativ deprimiert seinen Dienst tut, wenn die Justiz auf der anderen Seite nicht im Prinzip die gleiche Konsequenz an den Tag legt, wie, ich sage jetzt mal, dass vielleicht das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung das so empfindet. Man fühlt sich, glaube ich, in vielerlei Hinsicht da relativ alleingelassen mit all diesen ganzen Delikten, die Sie da so aufgezeigt haben, und ist sicherlich jeder für sich irgendwo in einer Art und Weise froh und sagt, prima, ich bin nochmal davon gekommen. Aber ich denke, die Justiz und vielleicht auch Ihre Position, die Sie hatten in Ihrer Stellung, sollte da nicht mehr Globalisierung stattfinden, auch bei der Rechtsprechung? Ich glaube, wir sind rechtsprechungstechnisch der Globalisierung nicht hinterhergekommen. Wenn ich sehe, was über uns kommt und was sehr wahrscheinlich auch wirtschaftlichen Schaden verursacht, der kaum auszurechnen ist, was da passiert ist. Denn auch das Geld, was in der Menschenhandel, Waffenhandel, Prostitution verdient wird, wird ja wieder investiert. Und wir werden da Stück für Stück sicherlich über viele Jahre hin noch ganz enorme Probleme kriegen, gerade durch diesen großen Globalisierungsdruck. Sofort Antwort? Ja. Also eine Globalisierung des deutschen Rechts geht natürlich nicht. Wir müssen uns an deutsche Rechtsvorschriften halten, an deutsche Tatbestände. Ja, also es gibt kein internationales Strafrecht, vielleicht eine Rechtshilfe oder sonst was. Das materielle Strafrecht mag ja international noch relativ vergleichbar sein. Also Diebstahl, Raub ist in Italien, Frankreich, USA ähnlich. Aber das Strafverfahrensrecht zum Beispiel ist völlig unterschiedlich. Das wissen Sie aus den Fernsehberichten, die im RTL laufen und so weiter. Aus Amerika oder sonst was, da gibt es eine große Jury und so weiter, da gibt es Deals
und so weiter, das ist nach deutschem Recht alles nicht möglich. Zum ersten Teil, Frustration bei der Polizei, der ist enorm hoch. Der ist aber auch bei der Staatsanwaltschaft hoch. Ja? Jetzt muss man natürlich sagen, die Polizei, insbesondere bei der Schutzpolizei, die fassen welche, dann werden die festgenommen und dann werden sie der Staatsanwaltschaft vorgeführt, beantragt eines Haftbefehls. Das Problem ist, der dringende Tatverdacht ist immer da, aber wir brauchen auch Haftgründe. Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr und so weiter, Haftgrund der Schwere der Tat. Und wir haben den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Da scheitert schon vieles. Ne? Also was bei der Polizei immer noch relativ klar ist und so weiter, das sieht dann nachher ganz anders aus. Und dann müssen sie natürlich auch die Richter haben. Insbesondere der wichtigste Mann ist der Ermittlungsrichter, also der die vorläufigen Maßnahmen fasst. Wir haben in Köln Gott sei Dank vier Ermittlungsrichter, die zupacken, mittlerweile junge Frauen, die knüppelhart sind, und die Richter aus der 68er Generation, die sind mittlerweile alle pensioniert worden. Oder größtenteils. Aber die Frustration der Polizei, aber wir können auch so, wir müssen ja nach den Gesetzen, die existieren, dann müssen wir nach handeln. Okay, genau, vielleicht müssen wir die Gesetze anpassen. Nächste Frage hier. Mein Name ist Bingerich. Der Polizeipräsident ist nach der Silvesternacht zurückgetreten worden, ein Parteifreund von Jäger. Der Ausschuss, der Untersuchungsausschuss der Tatort. Der normale Polizist hat das Beste getan, was er konnte, und das Mögliche, was er konnte, aber ich bin selbst im öffentlichen Dienst. Ich habe erlebt, dass der halbfähige Kollege neben mir nur deshalb befördert wurde, weil er der richtigen Partei angehört. Das reicht ja nicht, wenn der Polizeipräsident weg ist. Da sind ja noch andere Linien auf der mittleren Ebene, wo Parteipräsidenten eine Rolle gespielt haben. Wie schätzen Sie die Qualifikation der Vorgesetzten ein, damit künftig etwas besser wird? Wissen Sie, als ich mein Buch geschrieben habe, wollte mein Behördenleiter mir das ja untersagen. Und ich bin dann zur Generalstaatsanwaltschaft zitiert worden. Ich hatte mich natürlich auch vorher klug gemacht. Es gab ja den Fall Bachschel. Da gab es einen Oberstaatsanwalt Will aus Lübeck, der gesagt hat, er ist ermordet worden. Da gibt es auch Bücher, weil er jetzt im Fernsehen auch groß drin. Und der hat dann ein Buch auch veröffentlicht. Und ich habe mich also auch durchgesetzt. Mein Behördenleiter, glaube ich, damals, der dachte, ich würde wirklich aus dem intimen Bereich der Staatsanwaltschaft etwas berichten. Ich war nämlich 30 Jahre Personalrat, auch im Hauptpersonalrat, und habe bei den Ministern immer gefordert, dass die Generalstaatsanwaltschaften überflüssig sind wie ein Kropf und sie müssen abgeschafft werden. Die 20 Leute müssen vernünftige Arbeit zugeführt werden. Da macht man sich natürlich keine Freunde mit. Ne? Was den Polizeipräsidenten in Köln anbetrifft, glaube ich, das ist ein Bauernopfer. Der Innenminister, das ist meine persönliche Meinung, aber ich äußere die auch sonst. Der Innenminister, der hatte so viele Gelegenheiten zum Rücktritt, man spricht auch von der politischen Verantwortung. Der war bei der Landparin in Duisburg dabei und ist um 5 Uhr abgehauen, weil seine Tochter wohl Geburtstag hatte. Er ist aus einem extra Türen, also ist er dann davon gekommen. Er hat die politische Konsequenz, da waren nämlich schwerwiegende Fehler von der Polizei. Ich könnte ihn auch aufzählen. Dann hat er im Prinzip Köln auch zu verantworten. Wer sollte denn sonst die politische Verantwortung nehmen für Köln? Und dann gibt es diese Wohnungsanbrüche. Seit Jahren steigen die. Und immer sagt er, ja, wir sind erfolgreich und so weiter. Nein, er ist nicht erfolgreich. Er müsste eigentlich, wenn er Verantwortung trägt, müsste er zurückkommen. Wir haben jetzt auch 10:30. Das war ein gutes Schlusswort von Herrn Hülles. Achso. Oder haben wir schon... Da waren, danke dem Kreisverband, der bei der Organisation
jetzt in meiner Rolle übernommen hat. Danke den Teilnehmern, das war jetzt ein bisschen längerer Abend, aber ich denke mal, wir haben viele interessante Sachen mitgenommen, vor allem auch mal die internen Einblicke, wie das zwischen den Ministerien und den Beamten nachher läuft und was da auch nicht so gut läuft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie haben sicherlich jetzt auch die Möglichkeit, hier in kleiner Runde mit Herrn Bülis zu sprechen. Vorne gibt es, wie gesagt, die Taschen, die man mitnehmen kann, gerne mit Infomaterial über die AfD. Richtig, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt im Bochum öffentlich damit umlaufen. Darf ich gleich noch Schlusswort? Ja. Wir sind ja hier im Rheinisch-Bergischen Kreis eigentlich privilegiert. Hier gibt es ja den Fachmann, den Herrn Bosbach. Dann ist er einer der wenigen, wie ich ihn empfinde, der auch mal eine Wahrheit sagt. Ne? Das ist meine persönliche Einschätzung, wo Sie sagen, mit der Politik und so weiter. Sie wissen ja, die Leute, die die Wahrheit sagen, die werden nicht gerade mit Ämtern überhäuft. Ne? Derjenige, der die Wahrheit überträgt, der wird meistens köpft. Das war ja schon ein Alter und so. Ne? Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Sie sind dann jetzt soweit entlassen. Wenn es Fragen gibt, wir stehen hier gerne noch zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.